Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Die Siedler 7. Und wir stürzen jetzt, wie angekündigt, wie angedroht, in die Chroniken von Tandrinne rein. Und ich bin an dieser Ecke nach wie vor grundlegend verwirrt. Ich gehe davon aus, dass der Start beim Prolog in Ketten liegt. Er könnte aber auch hier liegen. Was die Gefahren der Küste angeht, habe ich absolut gar keine Ahnung. Und weil es alles zu verwirrend ist, wird zur Not gepuzzelt und ich beharre einfach ganz eiskalt darauf, dass der Prolog in Ketten der Anfang der Kampagne ist und diese beiden Sachen irgendwie außerhalb der Kampagne an sich stattfinden, so ähnlich wie Freispielkarten. Also probieren wir das mal so und schauen, ob es funktioniert. Die Beschreibung. Zwei jugendliche Unruhestifter, Geschwister von edlem Geblüt, strapazieren meine Geduld, indem sie sich meinen Befehl widersetzen, ihr Stammland abzutreten. Ein solcher Affront darf nicht ungesühnt bleiben, folglich werden wir an diesen Grünstäben ein Exempel statuieren, auf dass das Volk von Tandrin sehe, wie vergeblich jeder Widerstand gegen die Doppelkönige ist. Wir schlüpfen in die Rolle von König Baldurus, das heißt, wir sind jetzt endgültig nicht mehr die Guten, und kämpfen an der Seite von König Papa Schlumpf, um die Revolte gegen Doppelkönig im Keim zu ersticken. Und jetzt machen wir sozusagen die Kampagne, die wir im Hauptspiel gemacht haben, rückwärts. Allerdings, so wie ich gehört habe, vollkommen ohne Siegpunkte. Und von wo ich von anderen gehört habe, minimal schwierig und unfair. Konnten wir die Schwierigkeit einstellen? Ich glaube nicht. Gehen euch Bretter, Werkzeug und Steine aus, erobert einen neutralen Sektor, um eine Eroberungsbelohnung zu erhalten. Ah. Der Prolog in Ketten. Lange bevor Zoe zum ersten Mal einen Fuß auf tandrische Erde setzte, nahm das Schicksal zwei Geschwister eine unerwartete Wendung. Wirklich? Über das Infofenster? Nicht mehr synchronisiert? Korri, mein treuer Freund, ich freue mich, euch wieder in Tandrin zu sehen. Und mir seid dann halt, euch zu kämpfen. Wie sehr habe ich noch die alten Zeit? Höllos, mein treuer Gefährte! Die Ehre ist ganz auf meiner Seite! Aber lass uns nicht von alten Zeiten sprechen! Wir mögen in der Vergangenheit glorreichen Schlachten gekämpft haben, aber verglichen mit den Herausforderungen, denen wir uns jetzt entgegenstellen müssen, waren es nur unberührte Scharmützel! Es ist an der Zeit, uns zu beweisen! Mal synchronisiert! Noch nie waren wir unserem Ziel so nah! Wenn wir jetzt einen kühlen Kopf bewahren und entschlossen handeln, wird die Unterwerfung Tandrins nicht länger als ein Traum bleiben. Nicht länger nur ein Traum bleiben. Das Königreich wird uns zu Füßen liegen und werden schon in seinem Reichtum suhlen. Nun steht noch ein letztes Hindernis im Weg. Meine Frau hat noch nicht den Tod durch Plot erlitten. Huch. Zwei jugendliche Unruhestifter, Geschwister von ihnen. Ja, schaffen sie meinen, indem ich mir stand, weil. Genau. Die übliche Beschreibung. Bako und Rovin besiegen und sie gefangen nehmen. Kein Waschen gegen Doppelkönige. Keine Siegpunkte. Aber unsere Hüpfburg ist noch hier. Das ist alles, was zählt. Rovin und Rakoja! Graf Drakons Blut hat sich in Altdraken auf verschanzt. Hier ist der. Hier in ihrer seligen Vaters Grafschaft werden wir ihnen gegenübertreten und ihren Schelmstreich ein Ende bereiten. Ein Schelmstreich? Zurückhaltung ist nicht angebracht. Wir haben keine Zeit für Gnade und ähnliche Sentimentäten. Greift Altrakenau an, belagert die beiden Schlösser von Rovin und Drakorien und schleudert sie mir zu Füßen in Ketten. Heilige Scheiße, was haben die mit Technologie im Bau umgestellt? Da kriegen wir Gold her. Gold wollen wir haben. Müssen wir hier klarkommen mit allem, was wir haben, was wir nicht haben. Belohnung. Im Zweifel Werkzeug. Wir haben eine Vorsitzende mit der Jägerhütte hier. Gut, dann sollen wir die Keulen hier näher nehmen. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen... Klosters Okkulten. Erstmal da klarkommen, ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Das ist keine Option. Ich bezahle lieber die Steine, die teuren. Jetzt sind ein paar Parkbänke dahin.
Jetzt würde ich gerne die Hauptgebäude freischalten, damit wir unsere Kirche bauen können. So, hier werden Dinge eingenommen. Von da aus können wir Holz ziehen, fruchtbaren Boden. Kriegen wir auch von hier. Die ganzen Leute wehren sich ein bisschen stärker. Das ist ein fliegender Händler, da wollen wir definitiv uns bei eingraben. Okay, dieses Gebiet da oben brauchen wir. Das ist ein königliches Schlachthaus. Dieses Gebiet brauchen wir definitiv. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Wer hat welche Farbe? Das würde ich gerne wissen. Euer Widersacher kann ab sofort Rowan ist blau, Valkorion ist grün und klaut uns die Technologien. Was ist dunkle Aura? Ah. Wir müssen mal klarkommen auf die ganze Situation. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, wo wir wie anfangen können. Wir brauchen eine Brauerei. Wir bauen zwei Brauereien. Halt, nein. Statt zwei Brauereien, eine soll reichen. Andererseits sollen zwei Brauereien reichen. Passt schon. Ein Brunnen direkt gegenüber Dorf von... Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Nach hier hin. Ein Sektor ist unter unserer Kontrolle. Bewegt euch schon mal hier rüber und regeneriert euch dabei. Dieses Gebiet ist nicht so relevant wie dieses andere hier oben. Was wir zum einen gut befestigen können. Zum anderen hat das hier so viele Ressourcen, die wir haben wollen. Verstärken wir euch mit ein paar Pikinieren mehr, würde ich sagen. Ich meine, warum nicht? So, Priester. Wir wollen diese Sachen haben und wir wollen diese Sachen haben. Verziehung wollen wir als erstes haben, glaube ich. Das sind zwei Prestigestufen, die uns einfach in den Kopf geworfen bekämen. Ich würde dann erstmal noch mehr Werkzeug auf Reserve nehmen. Und dann würde ich noch die Baumaterialien mitgehen lassen. Ja, komm. Doinks. Doinks ist gut. Wir haben unser Limit erreicht. Das ist schlecht. Das werden wir ändern. An dieses gehobene Wohnhaus setzen wir drei Metzgereien dran. Damit wir damit keine Probleme kriegen. Dann setzen wir den unter Keulen. Und unter Würstchen. Den hier können wir dann unter... Auch unter Würstchen setzen, würde ich dann sagen. Müssen wir klarkommen. Doinks, das möchte ich haben. Marschiert ein. So. Noch nicht sicher, was hier hinkommt. Wahrscheinlich wird es Brot sein. Was mich daran erinnert, wir benötigen hier unsere erste Berghütte. Unsere zweite dort unten. Wird man halt direkt reingeworfen. Gold, oh, Gold. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Kohle. Wir haben schon ein Kohlebergwerk. Von wo? Von hier.
Da gibt es keine Ausrede dafür, dass wir die Kohle nicht komplett nutzen. Zehn Mann leben noch. Okay, Pikiniere machen nichts gegen Musketiere. Aber wirklich absolut gar nichts. Das stellen wir jetzt erst fest. Der Clown, wir wollen uns den Gewaltmarsch klauen. Das nächste, was wir also brauchen, ist die Geologie. Die möchte ich mir nicht nehmen lassen. Für jede Fuhr Kleidung und Schmuck, die in Häfen und Märkten verkauft, erhaltet ihr mehr Münzen. Oh. Oh. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Zwei Prestigestufen. Geologie wollen wir sofort haben. Setzen wir einen Geologen hier rein. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Wir brauchen jetzt Zugriff auf Brot. Wir können hier von diesem Gebiet viel Getreide herziehen. Was kann man hier machen? Ich habe keine Ahnung. Doinks. Der Steinmetz. Werdet mir die Steine schneller los. Arbeitet dran. Danach können wir den umändern, damit der zum... Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Damit unser Freund zu was anderem wird. Keine Berg- oder eine Vorsitte wollten wir setzen. Damit der zur Erzschmelze wird, genau. Meine Güte. Ist echt schwierig, Gedanken komplett zu behalten. So, das gehört uns. Das ist angeschlossen. Hat Zugang zu einer neuen Technologie erhalten. Das ist bewusst. Wir brauchen das alles. Drill ist uns nicht wichtig. Und Mähne holen sich fünfmal schneller, aber was soll's. Wichtig sind für uns Befestigungen. Das hier. Das heißt, Drill hat für uns eine gewisse Relevanz. Damit wir verhindern, dass der Gegner an starke Mauern kommt. Und wir müssen dem Gegner die Ballistik abspenstig machen. Also ist das wahrscheinlich, was wir als erstes machen sollten. Nahrungsmittelmangel. Ihr seid auf Würstchen gesetzt. So, der Fisch. Ist der in unserem Gebiet oder in wessen? Hier in dem Gebiet ist der. Fisch, Fisch, Fisch und wir sollten Getreide beschaffen. Also kommen hier einfach kurz mal drei Getreidescheunen dran. Für die Brauereien. Und hier ist auch noch Platz für drei Getreidescheunen. Dann können wir uns oben in unsere Stadt eine Mühle setzen, eine große. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Warum macht er sowas? Komm, setzen wir die Mühlen hier hin. Die finden schon ihren Platz, den die brauchen. So, Kohle und Eisen. Schwierig, aber machbar. Ich möchte halt wieder die übliche Taktik durchführen, dass wir zwei von jedem aufsetzen, aber das sehe ich gerade nicht passen. Also kommt hier erstmal einmal Kohle hin. Wenn man nie genug Kohle haben kann. Und dann kommt hier einmal Eisen hin. Und dann schauen wir, wie wir das irgendwie wieder hinkriegen.
Berghütte setzen. Ah, das machen wir später, sobald die Steine hier verbraucht sind. Andererseits machen wir das jetzt, indem wir dafür sorgen, dass die Steine langsamer verbraucht werden. Von mir aus. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem Bauhütten unter Kontrolle gebracht. Wieso kommen die nicht hier rein? Wahrscheinlich wegen Nahrungsmangel. So, du wirst mit Bäckereien zugestopft. Und unter Würstchen gesetzt. Produziere Nahrung, wie du noch nie Nahrung produziert hast. Hey! Du mieser Abschaum! Den wollte ich haben. Und alles andere ist einfach zu hart verteidigt. Und den hier möchten wir aber haben. Höllischen Meme. Darum machen wir das so. Dieses Gebiet möchte ich für unseren Handel auf jeden Fall haben. Und ich glaube, dass wir mit genügend Musketieren da ohne weiteres durchkommen, weil wir festgestellt haben, dass Pikeniere scheinbar wenig Schaden an Musketieren anrichten. Zumindest vermute ich das. Nein, du tust es nicht! Der tut es wirklich. Der miese Heide tut es wirklich. Wir wollen jetzt unser Gebiet zusammenhängend halten. Ich glaube, wir fangen nochmal von vorne an. Wir haben sowieso sehr viel verkackt. Indem wir den ganzen Kram durchlesen mussten, während die KI bereits angefangen hat, Dinge zu bauen. Wir merken, dass ich mal gehen in Schneckengeschwindigkeit über und kümmern uns sofort um alles, was wir machen müssen. Nein, Beckengeschwindigkeit. Direkt losmarschieren. Direkt zwei Prestigegebäude bauen für die Kirche. Komm, weil wir die Bösen sind. Zwei Kanonen. Wir zeigen, dass wir die Bösen sind. Würsten sind gerade nicht so wichtig wie der ganze andere Kram. Entsprechend. Na gut, die dürfen natürlich sofort forschen. Die erkennen die Unfairness. Dann wiederum haben die den Verteidigervorteil. Dann kann da das gehobene Wohnhaus hinkommen, dass er in die Keulen und Metzger reinkriegt. Gebiet einzunehmen ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Aber ich möchte dieses haben. Wir möchten eigentlich alle haben. Nehmen wir erstmal die äußeren Gebiete ein, bevor wir uns das Befestigte nehmen. Denn da wird sich unser Freund nicht reintrauen. Der ist zu schwach dafür. Genau, du kannst weg. Wir müssen ihn gefangen nehmen. Ich bin bewusst. Nehmen wir das kurz mal mit. Nächster Schritt. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ja, ich hasse euch auch. Hm.
So, die Logistik sagt, dass die Kirche als erstes kommt, nicht wahr? Ja. Anschließend wollen wir Lagerhäuser an diversen Orten haben. Hauptsächlich in unseren Ein- und Ausgängen. Werkzeug haben wir erstmal genügend. Sagen, geben wir uns lieber noch einen kleinen Schub an Holzbrettern. Und setzen uns noch ein Lagerhaus nach hier drüben. So, setzen wir es mal auf Mausgeschwindigkeit. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Vollkommen bewusst. Nahrungsmittel sind gerade wichtiger. Eine neue Technologie wurde von eurem. Weil wir jetzt Priester brauchen.